Annemarie Schimmel, Orientalistin und Islamwissenschaftlerin, 1922 in Erfurt geboren. Mit 15 Jahren beginnt sie Arabisch zu lernen, mit 16 macht sie Abitur, mit 19 Jahren wird sie promoviert. Als Professorin arbeitet sie in Marburg, Ankara, Bonn und schließlich 25 Jahre in Harvard, USA. Sie hält noch heute Vorlesungen an vielen Hochschulen in der ganzen Welt. Annemarie Schimmel gilt als profunde Kennerin der islamischen Mystik. Unter ihren rund 100 Veröffentlichungen zur Geschichte, Religion und Literatur des Orients ragen die Übertragungen tausender Gedichte aus dem Arabischen, Persischen, Türkischen, Urdu, Sindhi, Panjabi und Paschto hervor. Sie hat nicht nur ins Deutsche übersetzt, sondern auch ins Englische und ins Türkische. Ihr besonderes Interesse gilt der indomuslimischen Kultur. Pakistan ist ihr zur zweiten Heimat geworden. Ihre Arbeit wurde mit zahlreichen hohen Auszeichnungen und mit Ehrendoktoraten geehrt. 1995 erhielt sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Was fasziniert sie am Islam? Dass dort bei den meisten Menschen Gott noch wirklich ernst genommen wird. Frau Professor Schimmel, wie viele Sprachen sprechen Sie? Sprechen, das ist einfach zu sagen. Also Deutsch natürlich, Englisch, Türkisch, Französisch. Ich habe mal sehr gut Schwedisch gesprochen. Ich kann einen Vortrag auf Arabisch oder auf Persisch halten. Und für die anderen Sprachen brauche ich dann ein Manuskript. Das andere mache ich frei. Ja, das ist die nächste Frage. Aus wie vielen Sprachen übersetzen Sie? Nun, die ich eben genannt habe, dann außerdem noch aus dem Sindhi und aus dem Paschto habe ich übersetzt. Also aus indischen Sprachen. Das dürfte es wohl sein. Aber für meine Arbeit kann ich die europäischen Sprachen alle verwenden. Und Sie schreiben in ebenso vielen Sprachen fast? Ne? Ja, ich schreibe eigentlich in vielen Sprachen lieber, als dass ich spreche. Also ich schreibe leidenschaftlich gerne arabische Briefe. Das macht mir einen Riesenspaß. Ich schreibe auch sehr gern Türkisch, was ich übrigens noch mit alten Buchstaben schreibe, weil das viel leichter ist als die neue Schrift. Aber das kann doch kein Türke lesen. Nein, aber für mich, meine Notizen mache ich dann in der alten Schrift. Ja, ja. Wie viele Schriften können Sie denn? Nein, das ist nicht viel. Das ist also die europäischen und das arabische. Ah ja. Weiter habe ich es nicht gelernt. Zu der Organisation der Islamischen Konferenz gehören 56 Länder. Ja. Und kennt man das ja nicht als Organisation christlicher Länder oder buddhistischer Länder, weil die sich untereinander, also die christlichen, jahrhundertelang auch befehdet haben. Wie kommt es denn zu einer Konferenz, die aus der Religion bestimmt ist? Nun, der Islam ist ja eine Religion, die den Anspruch erhebt, die ganze Welt zu umschließen. Und wo immer die Muslime hingekommen sind, haben sie ihre Religion als die Grundlage des Lebens angesehen. Und auf diese Art und Weise sind im Laufe der vielen Jahrhunderte muslimische Gruppen von Westafrika bis nach China gekommen. Und Mitglieder dieser Gruppen, selbst wenn es nur kleine Gruppen sind, haben sich dann in der Organisation islamischer Länder zusammengeschlossen. Ich habe das gerade neulich bei einer Tagung in Istanbul gesehen, bei der ich zufällig war. Es war ein wirklich buntes Bild von sehr interessanten Männern und Frauen. Aber das waren, ich weiß nicht, ob es 56 waren, es waren vielleicht 45. Wenn sie alle zusammen sind, sollten es so viele sein. Ja. Dennoch gibt es ja riesige Unterschiede. Denn wenn man denkt, also von Marokko oder Westafrika bis nach China, das kann ja gar nicht einheitlich sein. Wodurch wird denn die Einheitlichkeit bestimmt? Also die Einheitlichkeit wird durch das Glaubensbekenntnis bestimmt. Es gibt keine Gottheit außer Gott. Und Mohammed ist der Gesandte, und zwar der letzte Gesandte Gottes. Der letzte in der großen Reihe der Propheten, die seit der Erschaffung der Welt die Menschen belehrt haben. Die Unterschiede sind vor allen Dingen in den Volksbräuchen. Da hat sich natürlich im Sudan etwas anderes entwickelt als in Malaysia. Ja. Und da liegen die Unterschiede. Aber auf der Grundlage sind sie sich doch alle einig. Damit ich es auch jetzt anschließend richtig mache, ich fand folgende Wörter für die Anhänger des Islam. Den Moslem, den Muslim, weiblich die Muslimin oder die Muslima, den Mohammedaner. Zu Goethes Zeiten und bei Peter Schollatur heißen sie auch Muselmann und Muselmänner. Und dann schließlich mit eigener Bedeutung die Islamisten. Können Sie denn so etwas Ordnung bringen? Wie ja, natürlich, sagen? Das ist ganz einfach. Der normale Ausdruck ist der Muslim, das ist ein Partizip von dem Wort Islam. Das ist jemand, der sich Gott ergeben hat. Da ist die arabische Form Muslima, die deutsche würde sagen Muslimin. Moslem ist die englische Umschreibung des gleichen Wortes. Da ist also kein Unterschied dabei.
Mohammedaner, hat man früher gesagt, das lieben die Muslime aber nicht, weil sie sich ja nicht nach ihrem Stifter Mohammed benennen, wie die Christen sich nach Christus bedenken, sondern weil das Zentrum der Religion die Hingabe an den Willen Gottes ist, und das ist der Islam. Und Islamisten, das ist eine Neuformung, die es eigentlich gar nicht gibt. Die sich auf politische, auf Fundamentalisten mehr bezieht. Ja, das sind die ganz Orthodoxen, werden manchmal so benannt. Es hat in den 20er und 30er Jahren auch schon mal eine Debatte im islamischen Raum über dieses Wort gebraucht, und man hat es immer sehr energisch abgelehnt. Ja. Bevor ich nun nach Ihrem immensen Arbeitsfeld, wir haben das eben schon gehört, wie weit der Islam verbreitet ist, und in vielen dieser Länder haben Sie gearbeitet, bevor ich danach frage, zuerst zu Ihrem Leben. Mit 7 Jahren beschloss ich, Orientalistin zu werden. So ist es. So, wie ging denn das? Nun, ich komme aus einem Elternhaus, nicht aus einem Akademiker-Elternhaus, aber aus einem Elternhaus, wo viel Interesse für Literatur, für Kultur war. Meine Mutter kommt aus einer Seefahrerfamilie. Und, das heißt, eine Seefahrerfamilie? Mein Großvater und alle Ahnen mütterlicherseits sind zur See gefahren mit ihren Schiffen. Mein Großvater hat sein Schiff noch in Porto Alegre nach einer 3,5-monatigen Reise verloren. Und soweit wir denken können, sind immer Verwandte auf See gewesen, sind in die fernen Länder gekommen. Und da hat sich wahrscheinlich schon eine gewisse Neigung in meinen Genen, um modern zu reden, festgesetzt. Aber ich war damals krank, das war das einzige Mal als Kind, dass ich krank war. Und ich las natürlich sehr, sehr viel. Ich könnte Ihnen das Buch noch zeigen, das ich damals in der Hand hatte, weil ich nämlich, es war 1870 gedruckt, und ich habe dann die gesamten Fehler, das heißt die alte Orthographie, verbessert. Ich hatte damals also bereits einen großen Hang zum Korrekturlesen. Und da war eine Geschichte von einem indischen Führer, einem Guru, würden wir heute sagen, der nach Damaskus kommt und dort einen Muslim-Jüngling kennenlernt und ihn in die Geheimnisse der Gottesliebe einführt. Und diese Geschichte hat mich ungeheuer bewegt mit meinen 7 Jahren. Und die war eigentlich meine erste positive Anregung. Und ich finde es sehr interessant, dass es gerade das Zusammenleben eines indischen Weisen und eines muslimischen Knaben war, wo ich mich später doch viele Jahre nur mit der indomuslimischen Kultur beschäftigte. Es war also offenbar bestimmt. Aber können Sie Ihr Elternhaus noch etwas mehr beschreiben? Sie sind in Erfurt geboren, 1922. Ja, richtig. Sie sind das einzige Kind gewesen. Ja. Können Sie noch etwas erzählen, wie es bei Ihnen zuging? War das eine bürgerliche Familie? War das eine großbürgerliche? Oder wie? Nein, ich würde es als bürgerliche Familie bezeichnen. Mein Vater kam aus Ostthüringen, aus dem Vogtland. Er war Beamter. Aber meine Eltern hatten ein außerordentliches Interesse an Literatur. Und ich habe nie gehört, dass sie sich über irgendwelche weltlichen Dinge unterhielten. Natürlich wurde ich ja auch früh ins Bett gesteckt, als ich klein war. Aber bei uns waren Literatur, Kultur, das waren die Hauptgespräche. Und meine Mutter war auch sehr belesen, und für uns alle war Lesen und uns auch mit fremden Kulturen beschäftigen eigentlich das ganz Normale. Insofern habe ich eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Wurden Sie religiös erzogen? Ja, meine Mutter kam aus einer sehr streng protestantischen Familie, wo es immer nur hieß, Gott drohe zu strafen, alle, die diese Gebote übertreten. Mein Vater hat sie dann, wie sie mir immer gesagt hat, darauf aufmerksam gemacht, dass Gott die Liebe ist. Und in dem Sinne bin ich erzogen worden. Ja. 1933 waren Sie 11 Jahre alt. Hat denn das Herankommen des Nationalsozialismus in Ihrer Familie etwas verändert? Eigentlich nicht, aber ich kann Ihnen genau den 30. Januar 1933 beschreiben, denn es ist eine meiner ersten politischen Erinnerungen. Mein Vater kam aus dem Dienst, ich kam aus der Schule. Er machte das Radio an, meine Mutter war in der Küche, und dann rief sie herüber, wer ist Reichskanzler geworden? Und mein Vater sagte, Hitler ist Reichskanzler geworden. Und da kam aus der Küche ein tiefer Seufzer. Ach du lieber Gott, das war meine erste politische Erinnerung. Ich glaube, die hat auch durchgehalten. Wie standen Ihre Eltern die ganze Zeit ablehnend zum Nationalsozialismus? Also ich kann nicht sagen ablehnen. Wie gesagt, bei uns wurde zumindest in meiner Gegenwart kaum über Politik gesprochen. Mein Vater ärgerte sich immer über Hitlers Reden, aber das war's. Ja. Waren Sie denn im BDM dann? Ja, das mussten wir ja alle. Und die ersten Jahre BDM, das war eigentlich mehr so eine Volkskundegruppe. Von der Politik war da kaum die Rede. Und ich habe es dann in der Schule auch immer fertig gebracht,
Ich will mich da nicht als Widerstandskämpferin aufspielen, aber ich hatte einfach keine Lust, in die Propagandafilme zu gehen, so Hitlerjunge Quecks. Und ich habe es fertig gebracht, mich immer unter euch in einem Vorwand zu drücken. Ja. Wie waren denn Ihre Lehrer an der Schule? Also ich kann nicht sagen, dass die besonders politisch engagiert waren. Unser Geographielehrer, der war vielleicht der Einzige, von dem ich das sagen kann. Und eine Deutschlehrerin, die war so eine richtige nette, blonde Arbeitsdienstmaid sozusagen. Aber von Politik wurde bei uns sehr wenig gespürt. Wir haben natürlich dann gegen unseren Gauleiter, den Sauleiter Gaukel, wie wir ihn nennten, haben die Jungs manchmal protestiert. Das weiß ich noch. In Erfurt bei einer Sache, als er erschien. Und der wurde bei uns immer ziemlich verspottet, weil er so abgrundtief dumm war. Sie haben mit 16 Jahren Abitur gemacht, das war noch in Erfurt. Das war in Erfurt und dann musste ich ja in den Arbeitsdienst. Ja. Wir mussten ja alle in den Arbeitsdienst, bevor wir studieren durften. Ich war dann in Ostfriesland, habe alles mögliche Unnütze gelernt, zum Beispiel Schweineställe ausmisten, aber immerhin. Und das Schlimmste war, dass man mir dort meine arabische Grammatik weggenommen hat. Denn ich hatte ja damals schon angefangen, Arabisch zu lernen, privat. Und womit haben Sie dann die Abende verbracht, wo Sie so gerne lesen und arbeiten? Konnten Sie lesen? Anderes? Ja, wir konnten schon lesen, aber die arabische Grammatik war eben wichtig. Ich habe mir da eine andere nachschicken lassen. Und wann sind Sie nach Berlin gegangen? Am 1. Oktober 1939. Zum Studium? Zum Studium. Mein Vater wurde am 1. September 1939 nach Berlin versetzt, genau am ersten Kriegstag. Und wir saßen im Arbeitsdienst und hörten uns das an. Und waren entsetzt. Und es war ich werde nie diese gedrückte Stimmung an diesem Tag vergessen. Es war furchtbar. Aber es war keine freudige Stimmung, wie es überhaupt manchmal geschildert nicht. Nein, wir wussten alle, da ist irgendwas Schreckliches losgegangen. Und das wurde noch schlimmer natürlich im Krieg, als dann der Krieg mit Russland anfing. Ja. Also die Bedrückung, die war unvergesslich. Mhm. Aber im Arbeitsdienst, uns wurde gesagt, jetzt könnt ihr eurem herrlichen Führer noch ad infinitum dienen. Ich dachte, sehr unfreundliche Dinge. Und dann hat meine Mutter herausgekriegt, dass man zum Studium könnte, wenn man Medizin studierte, das kam für mich nicht in Frage, oder Naturwissenschaften. Nun hatte ich in Naturwissenschaften in fast allen Fächern eine Eins. Und dann habe ich mir gesagt, gut, machst du Naturwissenschaften und Arabisch nebenbei dazu, dann kannst du später auf dem Gebiet der arabischen Naturwissenschaften, vor allen Dingen der Mineralogie, arbeiten. Das hätte mich sehr interessiert. Und so habe ich es dann gemacht. Aber nach einem Trimester, wir hatten damals schon Trimester eingeführt, sagte Professor Kühnel, und der große Meister der islamischen Kunstgeschichte, bei dem ich auch in diesem Trimester gehört hatte, dem sprach ich von meinem Dilemma. Und er sagte, ich zeigte ihm meine Zeichnungen und ich sagte ihm, was ich alles gelesen und gearbeitet hatte. Ich war damals 17. Da sagte er, Fräulein Schimmel, vergessen Sie die ganze Naturwissenschaft. Machen Sie Ihre Orientalistik, nehmen Sie meine Klasse. Wenn Sie promoviert haben, werden Sie meine Assistentin. Und wenn einem das mit 17 gesagt wird, ist es ja nicht ganz schlecht. Dann haben Sie ja mit 19 schon promoviert. Ich habe mit 19 promoviert, Das war wirklich sehr früh. Mit welchem Berufsziel denn eigentlich? Hatten Sie einen Wunsch, was Sie werden könnten? Ja, Habilitation. Das war also von Anfang an. Professor war klar, lehren wollten. Ich wollte lehren und ich wollte studieren. Aber ich darf noch eins sagen. Unsere Studienzeit war ja durch die Trimester sehr intensiv und wir mussten in jeden Ferien Fabrikdienst machen. Ich habe in jeden Ferien 6 Tage die Woche von morgens um 7 bis nachmittags um 5 in einer Fabrik gearbeitet und bin oft mit ganz kaputten Händen nach Hause gekommen. In welcher Fabrik war das? Das war eine Telefonfabrik an der Janowitzbrücke in Berlin. Ja. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und an meiner Dissertation gearbeitet. Ja, ich wollte fragen, was Sie neben der Orientalistik noch gemacht haben. Aber wenn ich höre, dass Sie in der Fabrik gearbeitet haben, dann blieb ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber ob Sie andere Interessen hatten? Sie waren in Berlin, Sie waren jung, sind Sie ausgegangen? Nein. Nein, das habe ich nie getan und ich tue es im Grunde jetzt auch noch nicht. Ja, dann waren Sie nach Ihrer Promotion im Auswärtigen Amt. Und denn das klappte nicht mit dem Museum, das war ja nicht kriegswichtig. Und da habe ich dann Telegramme dechiffriert, die nicht für mich bestimmt waren. Die Sie aber lesen durften oder lesen mussten? Ja, wir mussten sie lesen. Ja. Das war ganz interessant, obgleich man im Grunde sehr wenig daraus erfuhr. Die waren alle sehr oberflächlich. Ja.
In der Zeit haben Sie sich eigentlich da für Politik interessiert, also durch die Kontakte mit dem Ausland, das Dechiffrieren. Ist Ihnen da auch manchmal die Politik wichtig geworden? Nicht so wichtig. Ich meine, was wir erfuhren, es war mehr, als man durchs Radio erfahren konnte, aber nichts, was uns nun unbedingt bewegt hätte. Ja. Es gab hier im Auswärtigen Amt auch so Gruppen von Widerständlern. Ist das irgendwie nahe gekommen oder war Nein, das auch in unserer anders? Abteilung ja, habe ich das jedenfalls nicht gewusst. Und Sie waren während der Reichskristallnacht im Arbeitsdienst, aber haben Sie sonst von den Verfolgungen der Juden in Berlin etwas mitbekommen? Die wurden in der Reichskristallnacht war ich noch in Erfurt. Ja. Das war ja 38. Ja. Und haben Sie die erlebt? Erinnern Sie sich daran? Ich erinnere mich daran, dass die Nachrichten kamen und dass wir entsetzt waren. Aber Details haben wir nicht erfahren, genauso wenig wie ich damals als kleines Kind mehr über den Röhmputsch erfahren habe. Ich weiß, es stand in der Zeitung und meine Eltern nahmen die Zeitung sorglich von mir weg, damit ich diese schrecklichen Dinge nicht alle las. Ja, für ein 12-jähriges Mädchen war das ja auch nicht so, der Röhmputsch stand nicht so ganz auf richtige Literatur. Nein, bestimmt nicht. Sie haben sich dann neben Ihrer Habilitationsschrift in der Zeit im Auswärtigen Dienst, die sich übrigens zum Thema hatte, die Sozialstruktur des Mamelukenreiches in Ägypten, richtig. Die müssen Sie doch eigentlich nach meinen Erfahrungen in Berlin in Bunkern und Luftschutzkellern geschrieben haben. Denn es ging ja dann los, dass man ab 43, 44 eigentlich die meiste Zeit in Kellern verbrachte. Ja, nicht die meiste Zeit, aber... Also die abendliche, sage ich. Die Nächte, die kamen. Also ich erinnere mich noch sehr genau an den ganz großen Angriff am 23. November 1943. Das war ja der erste große Angriff. Da traf auch eine Brandbombe unser Haus, aber wir konnten sie Gott sei Dank löschen. Ich schleppte immer meine ganzen Zettelkästen vom vierten Stock in den Keller. Und das Schlimme war der Morgen danach. Da kam ich in mein Büro und meine beste Freundin war nicht gekommen. Ein anderer Kollege hatte seine Frau und seine Schwiegermutter verloren. Es war ein furchtbarer Morgen. Und mein Chef sagte, ich sollte doch mal nach dieser Freundin suchen. Wir waren in Dahlem. Sie wohnte am Lehrter Bahnhof. Bin ich 4 Stunden durch brennende und rauchende Häuser gegangen. Und aus diesem Grund kann ich immer noch, wenn ich nach Berlin komme, ich kann das nicht vergessen. Das war also eine der ganz schlimmen Sachen. Aber ich darf mal etwas weiter schalten. Genau auf den Tag, 20 Jahre danach, am 23. November 1963, standen dieselben Berliner, die damals unter den Bomben der Amerikaner gelitten hatten, weinend, weil Kennedy gestorben war. Da habe ich gemerkt, wie Geschichte sich ändern kann. Es war ein sehr einschneidender Moment. Sie haben am 1. April, was mich wundert, 1945 Ihre Habilitationsschrift eingereicht und schreiben dazu, da interessierte sich natürlich kein Mensch dafür. Also da waren ein Haufen Flüchtlinge in Berlin, alles war besetzt, die Russen standen vor der Tür. Man ging damals wirklich 4-mal am Tag in den Keller oder in den Bunker. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt, diese letzten Monate vor dem Kriegsende? Nun, es war furchtbar. Man wusste ja nicht, was am nächsten Tag kam. Und wir wurden dann am 1. April vom Auswärtigen Amt ausgelagert. Ich habe unsere Lagergeschichte damals in Scherenschnitten festgehalten. Und das war nicht das Schlimmste. Aber das Schlimme für mich war, was ich auch erst im August erfahren habe, dass mein Vater, der nie ein Gewehr in der Hand gehabt hatte, dann noch Ende April zum Volkssturm eingezogen wurde und am 4. Mai noch bei Ketzin gefallen ist. Und er war ja nicht der Einzige, es waren so viele, aber ein Mann von einer solchen Friedfertigkeit und von einer solchen geistigen Höhe, die wurden alle als Kanonenfutter verwendet. Und das war furchtbar. 57. Also das war furchtbar. Und meine arme Mutter war allein in Berlin. Sie wusste nicht, wo ich war, sie wusste nicht, wo mein Vater war. Das hat sie erst im Laufe des Sommers erfahren und dann habe ich es auf Umwegen erfahren. Und wie sind Sie? Sie sind ausgelagert worden? Wir wurden vom Auswärtigen Amt ausgelagert, zunächst nach Halle. Dann nach Treblin, eben Sachsen, da wurden wir von den Amerikanern erobert am 20. April. Am 1. Mai wurden wir in ein unterirdisches Gefängnis, also einen alten verwaisten Bunker gesteckt für eine Woche. Warum das? Ja, wir waren ja Geheimnisträger, Auswärtiges Amt. Wir hatten unsere ganzen Unterlagen vernichtet, die ganzen Dechiffrierprobleme. Die haben Sie noch in Berlin vernichtet? Nein, oder erst in Treblin. Erst in Treblin, Und dann
Am 8. Mai, am Tag des Waffenstillstands, wurden wir wieder auf Lastwagen geladen und nach Marburg gebracht. Und da haben wir dann 5 Monate in der Internierung zugebracht und das war unser großes Glück. Ja, aber in der Internierung, warum? Ich meine, es lag doch nichts direkt gegen Sie vor. Aber wir waren ja... Aber Sie wurden ernährt da wenigstens, könnte man sagen. Und wir hatten ein Dach über dem Kopf. Ja. Aber wir waren ja Geheimnisträger sozusagen des Auswärtigen Amtes. Mhm. Und da mussten wir... Und wie gesagt, es war das Beste, was uns passieren konnte im Retrospekt. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten wenig, aber immerhin etwas zu essen. Wir haben uns eine Lageruniversität aufgemacht und im Fluchtgepäck hatte ich... Wie viele Leute waren Sie da? Im Westfalenhaus in Marburg waren wir 83. Und alles auswärtige Amtsleute? Nur unsere Abteilung, nur die Chiffrierabteilung. Und zwar vom Chef bis zur Putzfrau sozusagen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben das Beste draus gemacht und dadurch bin ich eben in Marburg geblieben. Ich wurde dann entdeckt als Arabistin und habe mich dann, nachdem ich den Herbst bei meinen Tanten in Ostfriesland zugebracht hatte, habe ich mich dann im Januar 1946 habilitiert. Ja, das ist ja erstaunlich, dass Sie, also nachdem Sie so viele Monate interniert waren, dann gleich rauskommen und sofort im Januar sich habilitieren können. Ja, man braucht gerade einen Arabisten. Ja. Der alte Arabist war ein so wilder Nazi gewesen, dass man den nicht wieder einstellen wollte. Und ich war in Aurich bei meiner Tante und bekam zu Weihnachten ein Telegramm, dass ich mich am 5. Januar in Marburg zu zeigen und dem Examen zu stellen hatte. Aber wenn Sie einmal in der britischen Zone 1945 auf 46 versucht haben, zwischen den Feiertagen eine Fahrkarte oder eine Clearance für die Lebensmittelkarte zu kriegen, das war ein hartes Jahr. Und dann bin ich also in 2,5 Tagen von Aurich nach Marburg gefahren. Ja. Meine eine Tante hat mir noch ein Kleid gegeben, weil ich ja nichts Vernünftiges anzuziehen hatte. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam das Mündliche und am 12. Januar die Antrittsvorlesung. Das war natürlich eine Sensation. Die erste Habilitation nach dem Spiel. Dazu eine Frau und dazu eigentlich, ich war ja doch erst 23, ein junges Mädchen. Ja, das ist ja erstaunlich, dass es dann schon wieder ein normales, wie es scheint, Universitätsleben sehr, gab. Sehr. Und nun frage ich, wer studierte denn damals Arabistik oder Islamkunde? Ja, doch, da gab es eine ganze Reihe. Ich meine, wir haben ja immer nur kleine Gruppen von Menschen gehabt, aber es waren Interessierte und ich war sehr mit der Religionsgeschichte verbunden und da gab es natürlich einen größeren Zulauf. Und ich muss sagen, die Zeit in Marburg, die ersten Jahre, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen, wie begeistert die Studenten waren, wie begeistert wir Dozenten waren, endlich mal wieder frei lesen zu dürfen, frei sprechen zu dürfen. Das war wirklich, wir haben gehungert, wir haben gefroren, aber wir hatten diese Freiheit. Das war ein herrliches Opfer. Wer hat denn für Sie gesorgt? War Ihre Mutter inzwischen bei Ihnen? Die habe ich eben im Mai 1946 aus Berlin gebracht. Ja, weil das war ja damals ein Problem. Man musste ja etwas zum Essen organisieren. Ja. Man musste hamstern, man musste für Heizung sorgen. Ja, man musste ja für vieles sorgen, was man eigentlich, wenn man arbeitete, kaum konnte. Ja, Gott, man hat auch mal Möhren geklaut oder solche Dinge gemacht. Frinksen nannte man das Frinksen, damals. Frinksen, ja, das waren die Kohle. Kardinal Frinks, ja. Aber es gab sowieso sehr wenig. Aber das war alles nicht so schlimm. Wir lebten damit. Ich habe dann in der Studentengemeinde am Mittagstisch teilgenommen. Ja. Da gab's Sie sahen ja auch, waren im Zweifelsfall ja jünger als Ihre Studenten, war weil oft auch. Waren ja wahrscheinlich Kriegsheimkehrer und eben. Leute, die älter waren. Ja. Eben, das war eine ganz merkwürdige Situation. Ich bin meistens in der falschen Altersklasse gewesen. Ja. Aber ich hatte wunderbare Studenten und ich habe eine solche Freude am Unterricht gehabt. Ich schrieb einem alten Kollegen in Leipzig, einem unserer ganz großen Arabisten, wie herrlich es wäre, dass ich nun endlich das erreiche, worauf ich eine offene Postkarte kriegte. Liebes Fräulein Doktor, es ist schön, dass Sie sich so wohlfühlen. Sie werden noch sehen, dass das akademische Leben gar nicht so einfach ist. Hat er damit recht gehabt? Naja, aber meine Kollegin, die einzige Frau an der Marburger Fakultät, APL-Professorin, die hat mir ja bei der Habilitation gratuliert mit den Worten, Kindchen, merken Sie sich eins, die Männer sind unsere Feinde. Ja, 1954 wird dann schließlich nach fast 30 Jahren in der Türkei der Religionsunterricht wieder eingeführt, den ja Atatürk abgeschafft hatte.
Und dieses Wunder führte ja gleich zu zwei neuen, nämlich Sie werden nach Ankara berufen als Frau und als Christin an die Universität für Religionsgeschichte. Wie war Ihnen denn da zumute, dass Sie da plötzlich in einem... Ich war glücklich. Ja. Ich war vorher zweimal in der Türkei gewesen für Studien von Handschriften und ich hatte dabei sehr, sehr viele interessante Türken, auch die ganze literarische Szene kennengelernt. Ich sprach damals, oder ich begann sehr gut Türkisch zu sprechen. Man wusste, ich war dem Islam gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich liebte die Menschen, man liebte mich. Und dann, als diese İlahiyat-Fakültesi, die theologische Fakultät, eröffnet wurde, brauchte man jemand, der vergleichende Religionsgeschichte lehrte. Denn man wollte die künftigen Prediger und Dozenten ja nicht im alten Stil erziehen, sondern nach moderner europäischer Art und Weise. Wir hatten also Religionsphilosophie, wir hatten Kunstgeschichte, wir hatten europäische Dinge neben den klassischen Fächern. Und ich hatte 1951 meinen zweiten Doktor gemacht in Religionswissenschaften. Und da war ich die geeignete Kandidatin. Und ich habe mir gesagt, das ist die Chance meines Lebens. Jetzt kannst du endlich mal sehen, wie es dazu geht. Du kannst den Islam in allen Einzelheiten lernen. Und ich muss sagen, die 5 Jahre, sie waren nicht immer leicht, aber sie haben mich außerordentlich stark geprägt. Gab es denn andere Professorinnen dort schon an der Universität? Dutzendweise. Mehr als bei uns? Hier war es ja immer noch schwer, einen Lehrstuhl zu bekommen. Wir standen an der gleichen Stelle wie Irak in der Statistik. Die Deutschen. Aber in der Türkei, wir hatten eine Dekanin, wir hatten in der Diltarich-Fakultesi, also in der philosophischen Fakultät, hatten wir ein halbes Dutzend Dozentinnen und Dekaninnen. In allen Fakultäten waren die Frauen vertreten. Kam das dann auch durch viele Immigrantinnen? Sind ja viele damals aus Europa nach Türkei immigriert? Ja, das war in der Nazi-Zeit, aber da waren keine Frauen darunter. Da war Katharina Otto Dorm, die dort gearbeitet hat, die hatte nachher auch einen Lehrstuhl in Ankara. Aber Immigrantinnen waren eigentlich keine dabei, es waren alles eingeborene Türkinnen. Das war schon die Modernisierung. Ja, Atatürk hatte da sehr viel dafür getan. Ja, der hat ja nun rabiat, etwas zu rabiat modernisiert. Dass er die lateinische Schrift eingeführt hat, das muss doch ein Einschnitt gewesen sein, der, also von dem, vorhin sprachen Sie schon davon, das ist ja doch erstaunlich, dass das hat doch das ganze Leben verändert. Ja, die Leute völlig. Nicht mehr den Koran lesen können, so wie er geschrieben ist. Und das konnten sie nicht. Sie konnten nicht mehr die Grabsteine ihrer Eltern lesen. Ja. Und es ist immer, auch heute noch, für mich ein so unangenehmes oder merkwürdiges Gefühl, wenn ich vor einer Moschee stehe und dann die Koranverse lese und dann kommen die Türken und sagen, sie können das lesen. Ja. Und das ist wirklich sehr traurig. Vor allen Dingen, die ganze klassische Literatur ist ihnen verschlossen geblieben. Ja. Denn die ist nun sehr mit Arabisch und Persisch verbunden und viele Wortspiele, viele Ausdrücke kann man gar nicht verstehen, wenn man das nun alles in Lateinschrift umsetzt. Und ich habe gerade gestern Abend noch wieder in einem alten Buch über türkische Literatur gelesen. Ich habe das so genossen, das in alter Schrift zu lesen. Es ist wirklich so viel einfacher. Lernt man das in der Schule noch? Kann man das? Nein, das auch nicht. Das war seit 1928 völlig verboten. Aber es gibt jetzt einige Kurse und das Interesse an der klassischen Kalligraphie wird wieder sehr viel stärker. Also man ist in vielen Kreisen nicht mehr so abgeneigt, wie man es in den 50er und 60er Jahren war. In vielen Kreisen nicht mehr so abgeneigt, wie man es in den 50er und 60er Jahren war. Von 1961 bis 1967 waren Sie dann Professorin in Bonn. Ja. In der Stadt, in der Sie heute auch leben. Sie haben hier einmal geschrieben, es hätte Sie so besonders gefreut, dass Sie die Kontakte zu den Botschaften hatten und dadurch doch sehr direkt an viele Länder herangehen konnten, die Ihnen vielleicht vorher noch etwas mehr verschlossen waren. Ist das so? Ja, das ist richtig. Das war ja für mich wirklich der ideale Platz. Ich hatte die Pakistaner, die Türken, die verschiedenen arabischen Länder und ich kannte fast alle und habe das sehr genossen. Sie sind dann nach Harvard gegangen und bis zu Ihrer Pensionierung 25 Jahre lang geblieben, bis 1992. Hatten Sie eigentlich dort
Erste Frage, Zeit, die deutschen Verhältnisse etwas zu begleiten noch? Kaum. Denn es war, ich habe zwar ein sehr schönes Arrangement mit Harvard gehabt, ich habe immer ein halbes Jahr dort gelehrt, und zwar das erste halbe Jahr mit den Examen, und habe da die doppelte Anzahl von Stunden unterrichtet, die man sonst unterrichten musste. Und im Herbst war ich dann fast immer in Pakistan, in Indien und in anderen meiner Länder. Das war die Frage nach dem, was in Deutschland passiert ist, war der Mauerbau. Ja. Es begann die APO, es begann also die Studentenunruhen. Haben Sie denn in Amerika die mitbekommen, die Revolte gegen den Vietnamkrieg? Das muss ich doch an der Universität gezeigt haben. Das waren damals schon, das war ja schon fast vorüber. Und der Mauerbau, da war ich auch noch hier in Deutschland, 1963. Ja, ja. Aber der Protest gegen den Vietnamkrieg, den habe ich noch erlebt. Und ich auch manche der Aufwallungen. Ich erinnere mich, eine meiner Studentinnen, eine entzückende Ismaili aus Ostafrika, und ich, wir haben dann mit Begeisterung John Baez gehört. Das war so unsere Teilnahme. Aber was in Deutschland im Einzelnen vor sich gegangen ist, das habe ich nie mit solcher Detailkenntnis erlebt. Ich kannte mich sehr viel besser in der pakistanischen Politik aus als in der deutschen. Ja, Sie haben mir auch mal gesagt, Reisen ist ebenso wichtig wie Studieren. Ist es deshalb, dass Sie Amerika nie als Heimat empfunden haben, weil Sie immer weggefahren sind, sobald Sie also Semesterferien hatten, sind Sie in die islamischen Länder gefahren? Sie fühlen sich da mehr zu Hause, habe ich verstanden. Da fühle ich mich viel mehr zu Hause. Ja. Ich habe in Harvard eine ungeheuer intensive und interessante Zeit gehabt. Ich habe wunderbare Studenten gehabt, 6 Ismailis, 6 Jesuiten haben bei mir promoviert und viele andere, und alle meine Studenten, bis auf einen, sind jetzt in hohen akademischen Stellungen in Amerika. Da bin ich sehr stolz drauf, auf meine Kinder. Ja. Aber ich habe auch sonst wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe das ganze Land bereist mit Vorträgen und so. Aber es war nie Heimat. Von Anfang an nicht. Ich wollte ja gar nicht. Frau Professor Schimmel, Sie wollten eine Reisende zwischen den Kulturen sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie sich aus der Tagespolitik so etwas herausgehalten, weil Sie auch genug mit dem anderen zu tun hatten und sich mit dem gelebten Islam des Volkes beschäftigen wollten. Die Verleihung eines der höchsten deutschen Kulturpreise, nämlich des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1995, hat Sie, so kam es mir vor, etwas aus dem elfenbeinernen Turm gerissen, in dem Sie lebten. Wie sehen Sie das heute? Nun, ich weiß nicht, ob ich in einem Elfenbeinturm gelebt habe. Ich bin 1955, als ich einen Artikel über den Islam als lebendige Kraft in der Türkei geschrieben habe, bin ich von meinen Kollegen angegriffen worden, dass ich mich mit so unnützen Dingen wie modernem Islam beschäftigte. Also Elfenbeinturm, das wäre, wenn ich nur mich über die arabische Grammatik oder über irgendeine Syntax in einer Turksprache beschäftigt hatte. Aber ich habe mich ja immer mit dem Leben beschäftigt. Dass ich mich nicht mit Tagespolitik beschäftigt habe, das gebe ich zu. Das liegt mir einfach nicht. Ich bin noch nicht so erzogen worden. Und der Friedenspreis, ja, es hätte nichts überraschender für mich sein können als der. Und ebenso wie die Reaktion. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und vor allen Dingen, man sieht dann ja auch, wer echte Freunde sind und wer es genießt, dass ein Freund nicht gut behandelt wird, um es mal milde zu sagen. Aber ich habe sehr viel davon gelernt. Der Hauptvorwurf war ja offensichtlich ein Missverständnis. Sie hätten Verständnis für das Todesurteil gegen Salman Rushdie gezeigt. Gab es denn Äußerungen Ihrer Art, die dieses Missverständnis hervorrufen? Nein, dieses Fernsehinterview, was damals gemacht worden ist, da habe ich gesagt, ich fände das natürlich abscheulich. Und dann habe ich gesagt, man dürfte nicht vergessen, dass Rushdie die religiösen Gefühle von Millionen Muslimen gekränkt hätte. Und dann wollte ich noch erklären, dass Angriffe auf den Propheten in der islamischen Geschichte immer als ganz schwere Sünde angesehen worden sind. Da hatte man mir aber schon das Fernsehen abgedreht. Also den wichtigen Satz habe ich nicht mehr sagen können. Und das war ein Grund für die Missverständnisse. Und dann kommt dazu, dass eine Fatwa, und das haben die meisten Menschen in Europa nicht gewusst und nicht realisiert, eine Fatwa ist kein Todesurteil. Man kann in einer Fatwa zwar ein Todesurteil aussprechen, das muss aber erst durch ein wirkliches Gericht gehen. Ja, aber verstanden wurde es als Todesurteil. Ich denke, die Engländer wären Ihnen dankbar. Die haben sehr viel Geld ausgeben müssen dafür, um Salman Rushdie jahrelang zu beschützen. Also verstanden hat man das Todesurteil schon als einen Aufruf, ihn umzubringen. Das, ja, aber rein
theologisch und rein juristisch ist eine Fatwa kein Todesurteil. Ja. Sollte denn Gotteslästerung bestraft werden? Gotteslästerung ist zwar auch ein gefährlicher Bestandteil, aber die Lästerung des Propheten ist im Grunde nach islamischer Auffassung noch schlimmer. Gott kann sich ja selber verteidigen. Ja, indem er sich rächt, oder wie? Das ist ihm überlassen. Aber ich glaube, es ist ein riesiges Defizit an Informationen. Und da helfen die Medien auch nicht weiter, weil die bestimmte Dinge herausheben. Es gibt so vieles, was man tun könnte, und ich versuche, und meine Freunde versuchen es auch, dass man ein bisschen mehr Verständnis für die ganze Geschichte des Islam und für die ganze Kultur des Islam bringt. Das Traurige ist ja, wir sprachen vorhin von den Türken, dass viele von ihnen ihre eigentliche hohe Kultur gar nicht kennen. Wenn man aus einem anatolischen Dorf kommt, dann kennt man die ganzen Feinheiten der türkischen Kultur natürlich kaum. Und das Gleiche würde für einen einfachen Pakistaner gelten. Es ist einfach ein Mangel an Information. Und es geht ja umgekehrt auch so. Wenn Sie manchmal die Missverständnisse hörten, die ich in einem islamischen Land über die europäische Kultur höre. Und deshalb habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, dort manches, gerade über die deutsch-orientalischen Literaturbeziehungen zu sagen, um einfach mal das falsche Bild wegzuwischen. Ja. Goethe und Rückert, die beide viel getan haben, um den Islam hier eine positive Seite zu geben. Ja, ich meine, das auch bei Herder fängt das ja schon an. Mhm. Und ich muss sagen, Herders Beiträge zu dieser Verständigung werden leider immer noch unterschätzt. Von Goethe brauchen wir ja gar nicht zu sprechen. Ja, aber den westöstlichen Divan müssen wir erwähnen, weil sich viele erinnern daran. Ich meine, das ist natürlich Allgemeinwissen, sollte es wenigstens sein. Und Rückert hat nie einen Orientalen gesehen. Er hat Arabisch, Persisch, Türkisch, Sanskrit, Tamil und etwa 50 Sprachen gekannt. Und wie hat er das denn gelernt hier in Deutschland? Immer sechs, also Arabisch und Persisch hat er bei Hammer Purgstall in Wien ein Semester gehört. Und dann konnte man ja weiterarbeiten. Ja, ja. Er hat sich die ganzen Wörterbücher abgeschrieben mit seinen Kommentaren. Er hat die beste Koranübersetzung überhaupt geschaffen. Seine Maqam des Hariri, dieses große arabische Sprachkunstwerk, sind so übersetzt, wie es keiner von uns mehr könnte. Und beispielsweise aus dem Sanskrit, ich habe einmal in Bengalen einen Vortrag über ihn gehalten und habe aus einer Sanskrit-Übersetzung zitiert, aus dem Gita Govinda, einen Vers, den ich sehr liebe. Niemand unter den Hörern konnte Deutsch. Da stand ein Herr auf und sagte sofort diesen Vers auf Sanskrit, weil er aus dem Rhythmus gehört hatte, was es war. Also Rückert war das absolute Sprachgenie, und da er ein guter Dichter war, viel zu wenig bekannt, außer durch Schubert und Mahler und Schumann, aber ein guter Dichter seines eigenen Rechtes, da konnte er das natürlich, er empfand die Sprachen. Er hat es vielleicht gar nicht so sehr grammatisch gemacht. Einer seiner Schüler, Paul de Lagarde übrigens, hat gesagt, er lebte es einem vor, die Sprachen. Und so hat er auch übersetzt. Eine wirkliche Begabung. Ja. Das ist eine unwahrscheinliche Begabung. Das Bild, das der gemeine Mann sich von dem Islam machte, wurde ja auch noch durch zwei andere Sachen verändert. Durch einmal Tausend und eine Nacht und durch, man muss es sagen, Karl May, auch wenn vieles nicht stimmt. Aber das waren doch die beiden großen volkstümlichen Öffnungen. Hatschi Halef Rumau und so weiter. Ja, ja. Aber die Tausend und eine Nacht, die erste Übersetzung fängt ja 1707 von Galland an, die hat ja unsere Literatur und auch unsere Musik ganz entscheidend beeinflusst. Aber es war eben ein Orient der Feen und der Geister und auch der Laszivität, das kann man auch sagen, dass dann wieder die Malerei von Ingres und Bauernfeind und so weiter sehr stark beeinflusst hat. Das war dann wieder die sinnliche Seite des Islam, die anziehend und für viele Puritaner gleichzeitig abstoßend war. Und Karl May, er hat immerhin etliche meiner Kollegen dazu gebracht, sich mit dem Arabischen zu beschäftigen. Man hört immer wieder, es gibt ein Schlagwort von der orientalischen Denkweise und dass wir die oft nicht verstehen können. Wissen Sie, was damit eigentlich gemeint ist, und verstehen Sie die orientalische Denkweise? Wenn es sowas gibt, dann verstehe ich sie. Also ich bin nicht dran gescheitert. Aber ich wüsste nicht, wie ich sie definieren sollte, ebenso wenig, wie ich Leitkultur definieren kann.
Ja, es gibt ja so eine Art von Wiedererwachen des Islam, ja, denkt man. Also kommt das nun aus der Enttäuschung über den Westen auch, seine Unmoral, seine Gottlosigkeit, das ist das, was man uns vorwirft, also dass die im Islam ihre Existenz Gott verdanken, da ernten sie hier in Deutschland ja ein mitleidiges Lächeln, wenn man so einen Satz sagt. Dann unsere, wie Sie finden, einseitige Parteinahme für Israel. Mhm. Sind das alles Gründe dafür, dass Sie selbst versuchen, selbstständig zu machen und stärker zu werden? Nein, es hat modernistische Bewegungen schon vom Ende des vorigen Jahrhunderts angegeben. Sie sind zum Teil als Gegendruck gegen die Kolonialherrschaft entstanden und haben sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch verstärkt. Es ist ja für Menschen, die nicht in unsere ganze kulturelle Entwicklung und technische Entwicklung mitgemacht haben, wirklich etwas Absurdes, plötzlich mit den modernsten Waffen, mit den modernsten technischen Errungenschaften konfrontiert zu werden. Und man fragt sich dann zunächst einmal, ja, wie kann ich das in mein Glaubensbild einordnen? Und da hat es eben sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, darauf zu antworten. Der eine sagt, ja, im Mittelalter hat der Westen die Technik und die Mathematik und alle Wissenschaften von den Arabern übernommen, was ja auch stimmt. Wir nehmen also unser Erbe legitim zurück, was ich an sich eine sehr schöne Formulierung finde. Dann gibt es solche, die sich ganz dem Modernen verschließen, die kommen auch vor, und dann gibt es solche, die den Westen mit den sogenannten eigenen Waffen bekämpfen wollen. Aber ich glaube immer, es ist einfach eine Suche nach Identität und es gibt so viele verschiedene Gruppierungen, selbst hier in Deutschland unter den Muslimen, dass man die verschiedensten Aussagen hört, wie man nun die Moderne zu behandeln habe und wie man sich ihr gegenüber verhalten solle. Also ein einheitliches Ziel gibt es, ich würde sagen, leider nicht. Ein Türke, der aus Anatolien kommt, wird anders reagieren als ein hochgebildeter indischer Muslim. Ja, ja, nun kommen die Türken ja dann immer noch aus einem laizistischen Staat, was immer noch anders ist, als wenn sie aus einem wirklich islamisch geprägten Land wie Irak oder Saudi-Arabien oder Iran kommen. Ja, aber die türkische Landbevölkerung ist doch trotz Laizismus sehr stark traditionsgebunden. Immer noch. Immer noch, ja. Das würde ich sagen. Nach meiner Erfahrung, ich meine, ich kann mich irren, aber nach meiner Erfahrung sind sie doch der Tradition sehr verwurzelt. Frau Schimmel, unter den Menschen, mit denen Sie Kontakt bekommen haben, gab es ja, wie ich gelesen habe, sehr viele Staatsoberhäupte, Könige, wichtige Leute. Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich viele Menschen kennengelernt habe. Anfang der 50er Jahre war ich bei einer Tagung in Holland im Audeloo eingeladen, die Königin Juliane veranstaltet hatte. Das war eine sehr schöne Begegnung. Dann habe ich in Pakistan fast alle Staatsführer getroffen, von denen mich Ayub Khan eigentlich immer noch am meisten beeindruckt hat. Unter dem hat das Land Aufschwung genommen. Und nun ja, dadurch, dass Benazir Bhutto meine Schülerin in Harvard war, habe ich sie natürlich auch gut gekannt. Aber unter den anderen, ich habe sogar einmal König Fahd die Hand geschüttelt bei einem Kongress in Riad, wo ich immer noch nicht weiß, weshalb ich eingeladen war, aber es war sehr interessant. Doch, das wissen wir, weshalb. Und unter den arabischen Herrschern finde ich, also oder unter den arabischen Großen, schätze ich ganz besonders Prinz Hassan von Jordanien, der ja fast König geworden wäre. Ich kannte auch König Hussein und Königin Nur, die habe ich mal in Harvard geführt durch eine Ausstellung von islamischer Schriftkunst. Wir haben uns hier dann auch noch mal bei Rita Süssmuth getroffen. Und Prinz Hassan, er ist einer unserer Förderer von unserer Stiftung Al-Furqan, die sich um die Bewahrung des arabischen und islamischen literarischen Erbes bewahrt. Und da habe ich ihn bei unserer ersten Tagung in Amman getroffen. Und dann haben wir uns öfter gesehen. Und das Merkwürdige ist eben, dass ich seine Schwiegermutter bereits 1958 in Pakistan kennengelernt hatte, weil sie uns schräg gegenüber wohnte, der Familie, bei der ich wohnte. Und ich treffe sie dann auch noch hin und wieder. Ich habe sie vor anderthalb Jahren in Jordanien getroffen und sie war neulich in London, da konnte ich sie nicht sehen. Also das sind besonders erfreuliche Dinge und ja, Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich habe entzückende Briefe von Prinz Charles von England.
Ist das ein, interessiert er sich für sehr interessiert. Ja, er ist ja sehr am Sufismus interessiert, nicht nur an seiner Ökologie und so weiter, sondern ich habe ihn bei einer Tagung über moderne islamische Probleme kennengelernt und dann haben wir uns so etwas angefreundet und ich schicke ihm dann meine Bücher, soweit sie englisch sind. Und kann er nicht auch Deutsch? Nein, Deutsch kann er nicht, jedenfalls nicht gut genug, um wissenschaftliche Bücher zu lesen. Ah, ja. Ja, und wer ist sonst noch da? König Hussein galt ja für uns immer als ein relativ moderner Monarch. Ja, ja. Hat er das in seinem Land? War das auch ein modernes Land? Ja, er hat es versucht, aber es ist natürlich sehr schwierig. Prinz Hassan ist vor allen Dingen auf der religiösen und philosophischen Seite. Er hat dieses Institut für Interfaith Dialogue gegründet in Amman, das dessen Mitglieder zum Teil Christen, zum Teil Muslime sind und die jährlich interessante Konferenzen machen und auch eine Zeitschrift herausgeben, das finde ich eine sehr gute Sache. Ich weiß, dass jetzt im vorigen Jahr hatten sie eine Konferenz über Minderheiten in der islamischen Welt. Also er tut da sehr viel für die Kultur. Also, ja, Sie reisen ja noch so viel herum, dass Sie, es ist sehr erstaunlich, wenn man Ihren Fahrplan hört, wie Sie fliegen von einer Stadt in die anderen, um Vorträge zu halten, ja, hauptsächlich. Nur Vorträge. Und Sie sprechen immer frei, oder wie? Immer, ja. Außer Spickzettel wenigstens? Oder? Nein, höchstens. Also bei arabischen Vorträgen, da habe ich zumindest die ersten Male, als ich das machte, ein gut ausgearbeitetes Manuskript gehabt. Jetzt traue ich mich schon mehr, aber da habe ich doch lieber etwas Papier mir. Aber sonst Deutsch oder Englisch oder Türkisch, das ist schon kein Problem. Ich mache keine Spickzettel und ich mache keine Manuskripte. Vielleicht vergisst man dann irgendwas, was man gerne gesagt hätte. Ach, ich weiß es eigentlich nicht. Als ich junge Studentin war, hatte ich ein schönes Referat geschrieben über Firdowsi, den großen persischen Dichter, 15 Seiten sorglich getippt, brachte das mit ins Kolleg und Professor Schäder, der nun wirklich ein Genie war, guckte mich an und sagte, Fräulein Schimmel, ich will nicht wissen, was Sie geschrieben haben, ich will wissen, was Sie wissen, machen Sie das Manuskript zu. Und da habe ich es gelernt. Von da ab her. Ja. Und das Schönste, also was mir wirklich den letzten Stoß gegeben hat, war eines Tages in Pakistan, in Lyallpur, in der landwirtschaftlichen Hochschule. Ich wusste, ich sollte über Iqbal sprechen, das war damals in Pakistan, 1961. Überall. Also ich saß da, hörte mir an, was der Rektor alles über mich sagte. Und dann schloss er seine Rede mit den Worten, "And now Dr. Schimmel is going to speak about Iqbal and agriculture." Und da musste ich. Und ich habe es geschafft. Dreiviertelstunde über Iqbal and agriculture. Kommen Sie nicht von der Agriculture wieder weg auf irgendein anderes Nein, Thema? Nein, ich habe also alles, was mit Blumen, Tieren, also Natur in Iqbals Gedichten vorkam. Gott sei Dank konnte ich da noch sehr viele auswendig. Das habe ich einfach in einen bunten Strauß gebunden. Ja, ja, Blumen, und das spielt ja eine große Rolle. Und der Regen spielt der Regen, eine große Rolle der im Regen Gedicht. Ist das Gnade. Weiß man gar nicht, weil bei uns gibt es eher zu viel davon. Zu viel, ja. Und dort ist das wirklich etwas, worum man im Gedicht bittet. Eben. Ne? Ich habe, als ich das erste Mal nach Konya kam oder das zweite Mal, da sagte eine alte Frau in Konya zu mir, ach, du hast wieder Rahmat, Barmherzigkeit mitgebracht. Und da habe ich mich gewundert. Es regnete, ja, und nachher habe ich gewusst, gemerkt, dass Regen irgendwie Rahmat ist. Ja. Aber es gibt so viele Dinge, auch schöne Dinge, die ich erlebt habe. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinen akademischen Lehrern gehabt. Ich hatte wunderbare Lehrer. Richard Hartmann als Historiker, Schäder, das große Genie, der einen ungeheuer weiten Horizont hatten, und Ernst Kühnel für die islamische Kunstgeschichte, der immer noch der große Mann ist. Der hat wirklich das Feld zum ersten Mal im Ganzen aufgearbeitet. Und Annemarie von Gabin für Turkologie und dann noch eine Reihe von anderen. Aber das war schon sehr, sehr inspirierend. Ist es heute, hat sich das eigentlich vermehrt? Gibt es heute an den deutschen Universitäten mehr Studenten, die sich für diese Fächer interessieren? Ja, es gibt viele. Es gibt sehr viele, zum Teil nicht aus reinem Interesse, sondern weil sie das erstmal als Parkstudium machen. Ach so, wie schön. Ja, aber die stören dann. Ach so. Wenn sie 50 Studenten im Arabisch 1 haben, da können sie nicht arbeiten. Die Einführungskurse sind ja doch sehr arbeitsintensiv. Wenn sie in den großen Vorlesungen das haben, das ist natürlich sehr schön. Und das war in Harvard schön. Da hatten wir die kleinen Seminare für die Graduates und die
allgemeinbildenden für die Undergraduates. Und da hatte man dann so seine 100, 200 Studenten. Mhm. Aber dann, jeder schrieb auch ein Termpaper und die musste man alle durchsehen. Ja. Aber es war schon interessant. Gibt es denn eigentlich hier jetzt viele auch türkische Studenten, die anfangen, diese Fächer zu studieren, die also in der zweiten, dritten Generation hier aufgewachsen sind? Es gibt eine ganze Reihe türkische, persische, arabische Studenten hier in Deutschland. Und es ist interessant, in Amerika war es so, da war es immer die dritte Generation. Die Eltern kamen, die Kinder wollten nichts mehr von ihrer ursprünglichen Herkunft wissen, aber die folgende Generation, die Enkel, da haben wir sehr viele gehabt, gerade aus dem Subkontinent. Ja, ja. Die wieder zurück, die wissen wollten, die wollten sie wissen, kommen. Ja, genau. Ja, ja. Also das war schon sehr interessant. Ich hatte einmal einen Kurs in klassischem Urdu, da haben wir Gedichte gelesen, da hatte ich 7 Pakistaner und muslimische Inder. Ach, und die schlechtesten waren die Töchter einer Ministerin. Ich habe ihr das nachher gesagt, ich sage, du, deine Töchter sind aber nicht sehr, sehr fleißig. Ach, sie war ja ihnen auch sehr böse. Sie sprachen wunderbares Urdu. In der langen Zeit Ihres Arbeitens haben Sie sicher hunderte von Studenten gehabt. Gibt es denn Schüler, auf die Sie heute noch mit besonderem Stolz zurückblicken? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit meinen Studenten gewesen. In Marburg fing es ja erst an und einige meiner Studenten waren so alt wie ich oder auch älter, weil sie aus dem Krieg kamen und ich war ein so junges Ding. Einige davon sind jetzt pensionierte Botschafter, auf die ich sehr stolz bin, Dr. Rückriegel, Dr. Steger und manche andere mehr. In der Türkei sind eine ganze Reihe von meinen Studenten an der Ilahiyat-Fakultät auch wieder Professoren geworden und von einem habe ich gerade neulich noch gehört, dass er einer der führenden Theologen im modernen Sinne und Religionswissenschaftler im Lande ist. Ein anderer gibt eine religionswissenschaftliche Zeitschrift heraus, eine Tatsache, die er meinem Schreibtisch zuschreibt, den er von mir geerbt hat. Also auch da höre ich immer wieder Schönes und manchmal kriege ich Enkelschüler. Als dieses Unglück in Solingen war, diese schreckliche Brandgeschichte, da habe ich natürlich geschrieben und mich drum gekümmert, da kam der Imam von Solingen mit einem schönen Geschenk, was mir sehr unangenehm war. Ich sage, warum tun Sie das? Ja, ich bin doch Ihr Enkel. Hatte der bei einem meiner Schüler seine Ausbildung. Also so kriege ich meine Enkelschüler mit langen Bärten. Und in Amerika haben fast alle einen Lehrstuhl oder sind in ähnlicher Weise untergebracht. Eine meiner Studentinnen hat das Department für Ethnologie in Ohio State. In Columbia University habe ich welche, in North Carolina, in Kalifornien. Mein bester Student ist mein Nachfolger geworden in Harvard. Zwei andere habe ich neulich in Washington getroffen. Der eine ist Leiter der Hindi-Urdu-Abteilung der Deutschen Welle, der Voice of America, und hat die ganze Musikproduktion für den indischen Subkontinent. Und er ist ein sehr, sehr guter Sitarspieler selbst. Ich habe von ihm sehr viel über indische Musik gelernt und der andere hat allerdings die akademische Laufbahn verlassen und hat einen sehr schönen Teppichladen, was auch nicht schlecht ist. Und so habe ich eigentlich über den ganzen Subkontinent Studenten. Ich habe einer meiner Jungs war Professor in Japan, das war ein sehr interessanter Japaner, Nakamura. Einer, der Bill Shepard, ist in Neuseeland. Also es ist international. Die ganze Welt verstreut. Ja. Ja, ja. Frau Schimmel, Sie haben sehr viele Auszeichnungen und Ehrendoktoren bekommen für Ihre Arbeit. Welches sind denn die Preise, von denen Sie sagen würden, über die habe ich mich am meisten gefreut? Die haben mein Werk wirklich ausgezeichnet. Ach, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe so eine lange Liste. Ein Preis, ich meine, der Friedenspreis ist natürlich eine Kategorie für sich, aber ein Preis, der mich ganz besonders gefreut hat, das war der Leopold-Lukas-Preis in Tübingen, das war 1994. Der war von dem Sohn eines deutschen Rabbiners gestiftet. Und dieser Dr. Lukas, mit dem ich dann auch lange in Kontakt noch geblieben bin, der hat gesagt, er wolle einen Preis für jemanden stiften, der für die Verständigung der Kulturen getan hätte. Und dass ich den bekommen habe, 1994 in der Universität Tübingen, das hat mich beinahe am meisten gefreut, denn es war eine solche Verbindung, dass ich
ja, man war fast beschämt. Und gibt es denn ein Buch oder mehrere von Ihnen, von denen Sie wünschten, dass Sie eine sehr viel größere Verbreitung gerade hier bei uns bekommen? Also es gibt ein ganz kleines Büchlein, das ist natürlich, das ist ein autobiografisches Büchlein, Mein Bruder Ismail, wo ich von diesem türkischen Freund erzähle und von meinen türkischen Erfahrungen. Das finde ich immer sehr hübsch. Und dann, ja, die Gedichtübersetzungen. Im Moment habe ich gerade zwei Sachen im Druck, die werden in diesem Jahr inshallah herauskommen. Das eine ist bei Herder, eine kleine Einführung in Maulana Rumi. Und das zweite, habe ich diese Woche die letzten Korrekturen abgesandt, ist bei Beck über die islamischen Feste. Damit man einmal weiß, was die einzelnen Feste und die Monate und die Jahre, die Tage bedeuten. Ich glaube, das wäre ein ganz nützliches Buch. Was bedeutet Ihnen Glück? Glück? Ach, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich bin ich ja glücklich in meiner Arbeit, mit meinen Freunden. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Freunde. Und wenn ich noch ein paar Jahre so weiter arbeiten kann, einigermaßen gesund bleibe, meine Vortragsreisen machen kann, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Vielen Dank, Frau Schmidt.